Name ist Jogi Neufeld vom Subotron-Shop im Wiener Museumsquartier und ihr seht den PSP-Reporter. Der PSP-Reporter ist offenbar immer im Dienst. Wir sind heute im Subotron-Shop im Museumsquartier, erfahren etwas über gelebte Gaming-Kultur. Mein Name ist Peter Zirps und you are watching the PSP-Reporter. Es wird Zeit für ein wenig Computerspielgeschichte. Euer Einsatz ist heute zeitkritisch. Hände hoch, das ist ein Interview. Okay, also ich mache einfach alles, was ihr sagt. Los, ich würde vorschlagen, du siehst dich hier mal ein bisschen um. Los, Hände runter, entspann dich. Wo sind wir hier eigentlich? Ihr seid endlich im Museumsquartier gelandet, im berühmt-berüchtigten Subotron-Shop. Los, sag mir, wer oder was ist der Subotron-Shop? Ja, schau dich um, du kannst alles begreifen, du kannst alles spielen, dann merkst du schon ungefähr, was unsere Intention ist. Mir scheint, ich muss ein bisschen härtere Bandagen anlegen. Du bist mir ein bisschen zu wenig kooperativ. Was haben wir da? Ah, please do not touch. Vielleicht kann ich dich damit zum Reden bringen. Mhm, Zauberei. Wer oder was ist der Subotron-Shop? Wir wollen im Prinzip die 40-jährige digitale Spielegeschichte im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen. Okay, Retro-Gaming, die Geschichte des Videospiels, die letzten 40 Jahre, schön und gut, aber das kann doch noch nicht alles sein. Ist auch nicht alles. Ist auch nicht alles. Ich sehe, du möchtest mich wohl ein bisschen auf den Arm nehmen. Zeig mir deinen Spiele-Daumen. Du kommst jetzt mit. Was gibt's da noch außer Retro-Gaming? Ja, wir machen halt seit 2 Jahren mit unserem Verein eine Vortragsreihe zur Theorie von Computerspielen. Da geht's um Games und Art, Games und Architektur, Gender, Musik und so weiter. Wir wollen eigentlich grundsätzlich einfach eine Anlaufstelle, Treffpunkt, Informationszentrum werden, wo die Leute einfach locker zusammenkommen und die ganze Geschichte mit Hintergrundinformationen geboten kriegen, quasi von Pong bis PS3 sozusagen. Du warst sehr kooperativ. Das wird belohnt. Los, das Geschenk! Die Zukunft ist gelandet. Dankeschön. Auf Wiedersehen.